Ja, und weiteres Privileg, einen weiteren schönen Fußballabend aus Schweizer Sicht zu dürfen abzuschliessen, den Schlusspunkt zu setzen. Unter der schönen Fußballabend bei uns der ehemalige Schweizer Nazi-Goli, der Jörg Stiel, der da mit uns das Spiel geschaut hat und nicht mit seiner Frau. Ich hoffe, der Haus sagen, hängt nicht schief wegen dem. Ja, ich muss das noch regeln, wenn ich heimkomme, aber ich hoffe schwer, dass es nicht so ist. Also, wenn das Schloss aufgewechselt ist. Sowieso du schuld, nicht ich. Ich bin immer allem schuld. Das steht gut, in meinem Jobprofil. Alles gut. Schön, bist du da. Schön, habt ihr auch noch alle Welt- und Europameister seit 1972 können durchmachen, bevor unsere Sendung angefangen hat. Es ist relativ, ich muss euch sagen, es ist relativ knapp geworden. Bis 10 Sekunden vor Schluss sind wir fertig geworden. Ja, wir haben es geschafft, ja. Doch. Weil 1972 das erste Turnier war, wo du aktiv miterlebt hast. So alt ist der Jörg Stiel. Aktiv nicht in dem Sinn. Es ist einfach noch irgendwo im Gedächtnis. Aber ich habe mich nachher vertan mit dem 76, wo der Memme mir dann auf die Sprünge geholfen hat. Jederzeit. Und es ist ja eigentlich um den Penalty gegangen vom Uli Hoeneß, der jetzt noch im Orbit rumfliegt gegen die Tschechen. Ja. Und die Tschechen sind ja dort Europameister geworden. Und das habe ich verwechselt mit dem 72, weil effektiv das erste Turnier war 74. Wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Einfach damit ihr wisst, in welcher Spannbreite der heutige Fußballabend, die Fußballnacht schon fast, wird stattfinden. Von 1974 bis 2024. Fangen wir doch mal im 2024 an. Schweiz-Deutschland, Stimmungslage, schade, aber nicht so schlimm. Oder wie ist deine Stimmungslage jetzt nach dem Spiel? Ich bin beeindruckt von der Schweizer. Ja. Und zwar, weil sie taktisch wie auch technisch sind zwei verschiedene Halbzeiten gewesen. Die erste Halbzeit war ein bisschen defensiv und haben die deutsche Rekola, wo sie die Mitte extrem gut zugemacht haben, natürlich mit dem Granit und mit dem Freuler. Und die Deutschen haben es nicht geschafft, irgendwie hinter die Linie zu kommen, hinter die 5er Abwehrkette, wenn sie eine 3er Abwehrkette und nachher die zwei Außenläufer kommen dann zurück in die 5er-Kette. Aber sie haben den Raum hinten dran nicht nutzen können, weil sie nicht in die Tiefe gegangen sind, auch nicht über außen gekommen sind. Und die zweite Halbzeit, wo sie dann von mir sehr gut auch gegen den Ball gearbeitet haben. Auch vorher, man hat es gesehen, wo der Granit mal irgendwie im Gündogan direkt unter Druck setzt und nachher auch den Ball gewinnt hat, fast um 16er von den Deutschen. Und die Schweizer haben etwas geschafft. Sie haben die Deutschen wieder so in ein Gefühl hinein vor diesen zwei Freundschaftsspielen katapultiert, weil sie sind unsicher geworden. Nach dem 0-1 aus deutscher Sicht sind sie aus dem Konzept gefallen. Weil sie haben mit dem, glaube ich, nicht gerechnet gehabt. Und auch nicht mit der Art und Weise, wie die Schweiz auftreten sind. In dem Sinn, ich finde, es war ein sehr spannendes Spiel gewesen. Es war auch ein sehr gutes Spiel gewesen. Am langen Ende ein besseres Ende für die Schweizer, finde ich. Weil sie sich weiterentwickelt haben. Ist das die Heimat, die deine Frau dich nach deinen Gefühlen fragt? Auch so eine analytische Antwort, Domi? Ja. Schon? Ja, sie übernimmt die Emotionen. Oh, nein, eigentlich nein, stimmt eben nicht. Eigentlich bin ich emotional. Aber wenn ich jetzt hier im Fernsehen hast du ja gesagt, das ist ein bisschen anders, ja. Mache ich mehr ein bisschen auf analytisch. Also gut. Und ihr nicht in der Küche so Taktik da. Am Kühlschrank. Ja. Nein, sehr schön, wie der Jörg während dem Spiel an der Fernseher gestanden ist und auf dem Fernseher gezeigt hat, wo jetzt der Kimmich eigentlich müsste anstehen, in welchem Zwischenraum der Wirtz eigentlich müsste und wo er nicht steht. Wir haben viel gelernt, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Deine Stimmungslage? Eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so emotional war. Aber das hat glaub, schon recht viel mit der Ausgangslage zu tun. Also wenn du halt vor dem Spiel eigentlich schon weißt, dass du zu 99% qualifiziert bist für die nächste Runde, ist zwar ein bisschen zückerlich, wenn du jetzt den Sieg noch eingebracht hättest gegen Deutschland. Aber Unentschieden ist auch nicht so schlimm. Es geht keine Welt zusammen. Es ist nicht, weißt, wie in Frankreich ein Achtelfinalmatch an einer EM, wo du weißt, du gewinnst, kommst weiter. Oder es ist eine Vierergruppe, wo zwei weiterkommen und du musst unbedingt gewinnen, um weiterzukommen. Es ist wie so nässig, aber so schlimm, nee, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, einerseits gibt es mal das Aussennummer im Stadion, ja, wo ich das Gefühl habe, das Spiel findet gar nicht in Deutschland statt, sondern das stimmt, in der Schweiz. Ja. Also ein riesiges Kompliment hat auch Schweizer als Fußballnation. Ja, wir haben jetzt irgendwie so, die Schweizer sind mittlerweile Goalie-Nation, jetzt haben wir auch noch so das Volk als Fußballnation. Und die Art und Weise der Schweizer, weil die Rivalität zwischen den zwei Ländern ist gross genug. Die kennen einander auf dem Platz, die kennen einander neben dem Platz. Und da ist für mich, ich habe keinen Moment daran gedacht, dass es eigentlich schon gegessen ist, dass ja beide qualifiziert sind. Und es geht dann auch noch um Platz 1 ja, und Platz 2. Und wenn du dann die Gruppen anschaust, wie sie, gegen wer sie denn spielen könnten oder müssten, das spielt dann schon eine Rolle. Darum sage ich, ist ja auch noch nicht schon. Nein, aber es ist ja mit Sicherheit besser, wenn du auf dem Platz 1 bist. Das also, sowieso. Rivalität das eine und dann schlussendlich aber auch das Prestige. Und dann auf der anderen Seite natürlich der Platz 1, wo für beide, also die Deutschen, sind eigentlich davon ausgegangen. Die Mühen. Sind dann ein bisschen gewackelt gekommen mit dem 0-1. Und die Schweizer, die plötzlich etwas gesehen haben, etwas Grosses erreichen können, weil 1938 haben wir ja heute gelernt im Fernsehen,
ist der letzte Sieg von der Schweiz am grossen Turnier gegen die Deutschen gewesen. Und ja, in dem Sinn, es ist schon ein bisschen mehr als nur einfach also Freundschaftsspiel. Ja, ja, ich finde emotional ist für mich wie so ein besseres Freundschaftsspiel gewesen. Ja, weil einfach der Ausgang, für sonst, vielleicht ist es für die Nazi etwas völlig anderes und für die Deutschen gegen, gegen die Deutschen als Schweizer. Es wäre schon geil gewesen, die Deutschen zu schlagen und dann in der Gruppe auf Platz 1 zu sein vor Deutschland. Ja. Einfach so genugtuung wäre relativ. Es ist auch geil gewesen, die Enttäuschung war. Die Enttäuschung, die sie haben, wir sind nicht die Ersten, oder wir hätten so die Ersten werden können. Ja. Wobei, eben, wenn du die Interviews nach dem Spiel gesehen hast, es hat jetzt nicht so ausgegeben, wenn sie am Boden zerstört werden. Nein, das machst du ja auch nicht. Also ich meine, du spielst gerade mal irgendwie, kommst in der 92. Minute, kommst schon auf den Kopfball. Eben, dann könntest du ja wirklich sauer sein. Nein, eben nicht, weil ich glaube, gerade das, was vorne, und der Granit hat es eigentlich schön gesagt. Oder? Also das Resultat ist in dem Sinn zweitrangig, weil es ist auch noch ein Punkt. Hätte sie das Spiel einmal verloren, dann wäre es anders gewesen. Aber mit dem... Das Ganze, der Auftritt von dieser Schweizer Mannschaft in der Homogenität, eben im System und auch im Charakter, das ist das, was natürlich für das Achtelfinale, und dann kann es ihnen eigentlich ziemlich egal sein, gegen wer sie spielen müssen, weil mittlerweile, glaube ich, sind auch andere Mannschaften, die sagen, ups, da kommen die Schweizer, die können ein bisschen etwas. Also man geht sicher mit einem sehr guten Gefühl jetzt aus dieser Gruppenphase raus in ein Achtelfinale, egal wer kommt. Ja. Man weiss jetzt auch, man hat auch Deutschland recht gut im Griff gehabt, man hätte gut können gewinnen gegen Deutschland. Gibt einem einfach grundsätzlich mal sicher ein zuversichtliches Gefühl. Und gut nachbarschaftlich hat man jetzt dafür gesorgt, dass die Deutschen nicht komplett zerfleischt werden. Du kennst die Deutschen, du hast in Deutschland gespielt bei Borussia Mönchengladbach, du bist selber auch Deutscher. Schweizer und du, deine beiden Eltern sind Deutsche. Was meinst du, wie wäre es gewesen, wenn jetzt die Deutschen gegen die Schweiz auf die Kappen bekommen hätten, medial in Deutschland? Es wird auch jetzt schon hinterfragt werden. Also, weil, wenn man gerade sieht, das Muster, was ich vorhin gemeint habe, in der Rückwärtsbewegung, der Rüdiger und auch der Tah, ein extremes Problem. Und die Schweizer haben genau das gemacht und haben sie wieder in die Rückwärtsbewegung, bei der Ballgewinn in der Mitte und wieder in die Rückwärtsbewegung. Das wird auch den Deutschen nicht entgangen sein. Man wird sagen, okay, man wird es ein bisschen schönreden auch. Ja, man ist ja erst in der Gruppe und man hat zwei Siege, was man ja eigentlich auch schon lange nicht mehr gehabt hat in der Gruppenphase hintereinander. Also man ist noch, schon nach zwei Spielen. Alles das wird positiv rausgekriegt. Aber ich glaube auch, es wird schon irgendwo auch ein bisschen den Finger reingelegt. Weil dafür ist es einfach zu wichtig für die Deutschen. Und der nächste Gegner der Deutschen, wer immer das wird sein im Achtelfinale, die wissen jetzt, die Schweiz hat recht gut aufgezeigt, wo die und wie die zu packen sind. Ja, es können aber doch nicht alle Nationen an diesem Turnier so spielen wie die Schweiz, muss man vielleicht auch noch sagen. Also das kannst du ja nicht einfach kopieren und sagen, wir machen jetzt das Gleiche. Das nein, wir können ja auch noch Folgendes anschauen. Also ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, Italien, Kroatien, Kroaten haben Probleme gehabt. Klar, man darf das Spiel Spanien, Italien nicht überbewerten von der Qualität der Italiener her, aber sie haben Probleme gehabt. Und sie haben Bedi hat noch andere Probleme. Ja, eben, ja. Bedi haben die Superhelden veranstaltet. Ja. Ja, genau. Und Bedi haben ja spinnet. Ja. Und Bedi haben sicher mit Sicherheit mehr Probleme als die Schweizer. Ja. In der Organisation, in allem und auch in der Individualität. Also die Qualität der einzelnen Spieler in der Schweiz ist ja schon, muss ich schon sagen, spielen alle in grossen Ligen. Und dann bringen wir sogar an, und das spricht auch für die Mannschaft, dass einer wie der Rieder, der wirklich keine gute Saison gehabt bei Rennes. Du hast mir gesagt, das ist der dritte Startelf. Ja. Oder? Wo aber gleich einfach integriert wird in die Mannschaft und du hast das Gefühl, funktioniert. Funktioniert. Ja. Und das ist die Qualität von der Mannschaft. Ja. Das war geil. Aber das war schon geil. Die Deutschen sind schon auch ein bisschen eins oben runtergeholt worden. Die Deutschen sind gewisse Limiten aufgezeigt worden, die sie so nicht gezeigt haben in den ersten beiden Spielen. Nein, sie haben sie vergessen. Ja. Sie haben es vergessen, aufgrund von den zwei Spielen gegen Frankreich und gegen Holland, wo sie beide gewonnen haben. Sie haben beide Freundschaftsspiel gewesen. Gut, sie haben aber nachher gegen Ungarn jetzt und gegen Schottland. Ja, aber du schaust das Spiel gegen Schottland an. Also, gut, die einen sind Schotten. Sorry, da bin ich noch am Strand gelegen in Thailand. Da konnte ich nicht schauen können, weil... Aber das ist relativ einfach gegangen. Und dann das 5-1, Kanter in der Lage und. Die Schweiz hat nachher ein Problem gegen die Schotten. Ja. Oder? Aber faktisch ist auch das, dass die Ungarn sind kompliziert zum Spielen, aber die Deutschen haben natürlich schon lange nicht die Selbstverständlichkeit gehabt, wie sie schon hatten. Und jetzt hast du jetzt gesehen, eigentlich im Spiel gegen die Schweiz heute, wie fragil das Gebilde noch ist. Mhm. Aber ich habe trotzdem gefunden, sie sind, also auch weißt du, beim Umgang zwischen den Spielern, oder von den Schweizer und Deutschen, es ist alles
ein bisschen freundschaftlich gewesen. Es ist nicht grob gewesen. Du wolltest einfach auf das Freundschaftsspiel raus, gell? Ich habe so gefunden, es ist jetzt für sie nicht, sie sind nicht am Verzweifeln, wie sie auch schon gewesen sind in so Situationen, wenn sie mit dem Rücken zum Wand sind. Das ist halt noch nicht mit dem Rücken zum Wand. Es ist nicht gut gespielt, aber du kommst ja auch, selbst wenn du verlierst, bist du immer noch weiter. Du musst dann vielleicht etwas ertragen, Medienschelte und so. Aber es ist jetzt nicht tragisch. Es ist wie, wo sie damals das Freundschaftsspiel gegen die Schweiz verloren haben, 5-3, wo der Derdjok 3 Goal geschossen hat. Es ist etwa wie das Spiel verlieren, habe ich jetzt gefunden. So ist es mir übel. Darf ich noch fragen, wie geht es deiner Mutter? Deine Mutter ist Deutsche, ich weiss, ihr habt einen Chat, der ist auch während dem Spiel immer wieder gelaufen. Kann sie jetzt beruhigt schlafen? Ich glaube, es ist okay jetzt für sie. Also mit dem, in den 92 Minuten mit dem 1-1 so, und dem Motto, ja, okay, passt gleich noch ein bisschen. Ja. Ist jetzt nicht so, die Schweizer sind gut gewesen, aber ich glaube, sie schläft gut jetzt. So. Sie war auch für Deutschland gewesen, wo du gespielt hast für die Schweizer Nazi? Nein, das ist wieder anders. Also wenn du Sohn bist und wenn du Mutter bist, dann hast du da oben das. Egal, ob es jetzt ein Adler ist oder ein Schweizer ist, dann ist meine Mutter Schweizer. Also meine Eltern haben 40 Jahre in der Schweiz gelebt. Und natürlich kein Schweizerdeutsch im herkömmlichen Sinn. So wie ich das jetzt habe, weil ich ja da aufgewachsen bin. Und doch, schon, wir sind schon sehr deutsch. Mhm. Aber gleich in dem Moment, ich meine, mein Bruder hat auch, der Arne hat für die U21 gespielt, für die Schweiz, ich habe für die Nazi gespielt. Also schon auch ein grosser Teil Schweiz. Muss ich schon fairerweise sagen. Nicht nur mit Deutsch. Also, nein. Also. Er ist ein grosser, haben wir festgestellt, ein grosser Freund von Joshua Kimmich. Total, wirklich. Ich habe selten so viel Kompliment für einen Spieler gehört, während dem Fußball schaut. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so eine Geschichte. Ich gebe zu, ich kann mich auf einen einschiessen. Ja. Aber mir ist einfach, das, wenn ich sehe, wie der Kimmich, der rechte Außenverteidiger, eigentlich, also wir haben ja gesagt, okay, das Goal vom Gegner ist da. Okay? Wieso stehe ich immer so? Zu meinem eigenen Goal, wenn ich eigentlich passieren. Nicht drüber muss. Und ja. Über die Aussenbahnen ja eigentlich noch relativ viel passiert. Oder? Und dann immer irgendwie der Pass in die Mitte. Und wenn ich dann das irgendwie, die Diskrepanz, wir haben den Tuchel, der die Holding 6 ausgerufen hat am Anfang, die er gebraucht hat. Und dann habe ich gesagt, ich bin sie doch, schau doch mal, er kann es gar nicht spielen. Und das siehst du immer wieder an dieser Situation, dass er den Ball überkommt. Und ich meine, hast du sie gezählt? Ja, es ist sehr auffällig. Ich meine, wenn du den Sané noch auf dieser Seite hast und ja. Du spielst den nicht an, mit seiner Schnellkraft, das ist mein das, wo ich sage, spiel doch den Ball hinter die Linie. Spiel das sie vertikal, einfach flach an der Linie entlang. Aber ja, wenn du natürlich so stehst, das möchte ich ja. Sehen, wie du dort spielst. Geht gar nicht. Und das ist das, was so für mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja. Ich finde das aber auch geil, wenn du so Spieler hast, wo du dich sehr kannst aufregen kannst. Und oft ist es ja so, sind ja nicht Spieler, wo du einfach weißt, sie könnten eigentlich mehr machen, wo sie wie so ihr Potenzial nicht... Das ist jetzt die Frage, kann er wirklich mehr? Es gibt aber auch viele, wo immer etwas machen, wo du findest, hey, mach doch das andere, das kannst du doch auch. Und ab dann kann man sich so furchtbar aufregen. Also das finde ich auch mal schön. Es ist ja lustig, wie sich das verlagert hat. Der Meme zählt eigentlich Fehlpass von Dan Ndoi beim Spiel. Und es hat sich dann irgendwann verlagert. Jetzt hat er angefangen, Rückpass von Joshua Kimmich zu zählen. Ein interessantes Phänomen. Das hat er mich inspiriert dazu. Er hat dich ja. Da dazu inspiriert. Wir sind eigentlich wirklich sehr positiv gestimmt. Wobei mit Dan Ndoi haben wir heute weniger müssen zählen als auch schon. Es war ja noch lustig, weil wir haben ja irgendwie ein bisschen diskutiert und dann habe ich gesagt, weißt du, Dan Ndoi hat eigentlich alles. Also die Schnelligkeit, der ist. Oder? Aber vor dem Goal, ja. Und ich glaube, ich habe es nicht einmal fertig gedacht. Schade, vor dem Goal. Steht vor dem Goal, dann da und haust dir das Kreuz zu. Und ich finde, das ist eigentlich das Wunderbarste, was im Fußball passieren kann. Sowieso du immer wieder selber. Ja. Deine Prognose, Jörg, sind sowieso fantastisch gewesen. Auch in der Nachspielzeit. Was habe ich gesagt? Das ist die Hoffnung. Da kommt mein emotionaler Teil wieder. Ich habe in meiner Hang zum Pessimismus habe ich ja gesagt, ja, es sind schon recht viele Goal gefallen in der Schlussphase von einem Spiel. Und dann hat Jürgen nicht uns gesagt, in diesem Spiel passiert gar nichts mehr. Und ich habe ihm das nicht geglaubt. Wegen seinem und ich habe das Satz nicht ganz fertig gesagt und er war schon drin. Gut. Und dann haben wir gesagt, sag bitte jetzt einfach nichts mehr. Ja. Ich bin einmal froh, weil ich wäre einmal daheim und mich immer auf den Nacken über, weil ich so schlechte Tipps gebe für meine Freundin, was sie im Tippspiel ausfüllen. Aber schön, dass das auch wirklich Profis passiert. Also nein, am Schluss, also meine Frau hat eigentlich mehr Ahnung von Fußball als ich. Dann ist sie da, weil sonst könnt ihr schnell wechseln. Wechsel. Oh yeah, Ersatzbank. Also, schön, also ich grundsätzlich unterm Strich kann man sagen, ein sehr schönes Spiel gewesen, mit einem
Ja. Schönen Ausgang. Eigentlich hätten wir vorher, hat uns vorher gesagt, das Unentschieden gegen Deutschland. Souveräner, sicherer zweiter Platz. Eventuell ein schönes Achtelfinalspiel gegen Italien, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob es Italien wird. Vielleicht wird es auch Kroatien. Hätten wir genommen. Ein Wermutstropfen. Wir haben schon von Anfang an gewusst, ja, es gehen ein paar Spieler mit einer geilen Karte in das Spiel. Und es hat jetzt auch Silvan Widmer getroffen, der die zweite geile Karte bekommen hat, die jetzt fehlt. Jetzt ist wir haben auf verschiedenen Positionen haben wir Alternativen. Jetzt die Silvan-Widmer-Position ist jetzt die Position, die nicht unbedingt noch 5 hinten dran anstehen, um die Position zu übernehmen. Wie fest hat es dich ein bisschen geschmerzt? Ja, ich kann mich jetzt gerade erinnern an gute Spiele von der Schweizer Nazi ohne Beteiligung von Silvan Widmer. Das sind die letzten, sind glaube ich, noch zu deiner Zeit, gewesen, wo die Nazi gut gespielt hat und der Silvan Widmer nicht dabei war. Also wirklich, ohne Silvan Widmer hat die Nazi schon immer sehr, sehr grosse Probleme gehabt. Obwohl, ich finde, an dieser Endrunde spielt er jetzt gar nicht absolut überragend, aber irgendwie muss er sich sehr wichtig sein für uns. Und das System ist nicht mehr so Silvan Widmer abhängig. Ja, genau. Also, weil sie ja mit 3 spielen, oder, ist es gar nicht mehr so tragisch. Also, wenn du spielst in einer Viererkette mit dem Widmer, ist es anders, als wenn du mit einer Dreierkette spielst und er spielt höher. Das ist das, was wir gegen Portugal gespielt haben, gell? Genau. Und 6-1 verloren haben. Ich sage, just saying. Ja, aber dort war auch jeder zweite noch krank. Also, Portugal-Spiel können wir jetzt mal ad acta legen. Hoffen wir es. Ich bin das ja nicht unbedingt der Optimist. Sag mal schnell, wenn wir einen ehemaligen Goalie da haben, einen Goalie-Trainer da haben, das Goal, das Jan Sommer bekommen hat, das dann zum Glück nicht gezählt hat, schnell deine Bewertung, kann man schon heben? Ja, muss er heben. Und hebt er auch normalerweise. Ich sage, er hat ein bisschen zu wenig Geduld gehabt, weil es ein Aufsetzer war und dann musst du extrem lange warten, weil du ja nicht genau weißt, wie er aufspringt und dass du dort noch reagieren kannst. Also du gehst eigentlich dann irgendwie, du weißt, er kommt und dann musst du im letzten Moment gehen damit. Und der ist ein bisschen zu früh gegangen. Darum ist er ihm nachher über die Hände durch. Also, man hat ja gesehen, er hat nach dem Tank gegen Uhr gemacht. Wenn es ein Goal gegeben hätte, dann wäre es der Fehler von Jan gewesen. Aber das ist auch nicht in dem Sinn tragisch, weil ja, dann hat er halt mal einen Fehler gemacht. Ja. Aber jetzt hat er auch das Glück gehabt, dass Musiala noch den Abischer irgendwie umgemäht hat. Ja. Und dann ist das hinfällig. Und ich finde, dann musst du auch nicht lange über das diskutieren. Die Goalie-Frage in der Schweizer Nationalmannschaft ist eine, die schon länger ein bisschen schwelt. Also eigentlich schon seit Jan Sommer im Goal ist, weil einfach kein zweiter Goalie dort ankommt. Es haben ganz viele schon das Handtuch geworfen. Marvin Hitz, Roman Bürki. Jetzt ist der Gregor Kobel hinter dem Jan Sommer in der Nazi. Einer von der beste Goalie der Welt, sind wir uns glaube ich, einig, der einfach auch nicht am Sommer vorbeikommt. Wie siehst du die Problematik? Er verhält sich aktuell ruhig, clever wie er ist, wartet er jetzt sicher das Turnier ab. Aber irgendwann müsste doch auch mal die Zeit noch vom Gregor Kobel kommen. Oder was ist deine Meinung zu dieser Kobel-Sommer-Thematik? Ich habe eine ziemlich klare Meinung. Also bis zu dem Turnier war für mich klar, der Jan Nummer 1. Sie haben es sehr früh kommuniziert. Kannst du auch anders machen, kannst du auch ein bisschen später kommunizieren. Aber es war klar. Für mich ist es klar, dass nach dieser EM musst du das Thema diskutieren. Und es muss auch irgendeine Entscheidung gefällt werden. Und man muss irgendwie einfach auch vorsichtig sein, dass man den Gregor nicht in dem Sinn einfach verliert. Und zwar, weil für das ist er einfach zu gut. Und man hat in der Vergangenheit hat man aber auch nie einen Goalie gehabt, der wirklich mal Anspruch erhoben hat auf die Nummer 1. Und der Gregor macht das auch zu Recht. Und in dem Moment, ich bin jünger, ich spiele bei Borussia Dortmund, Champions League und alles. Da langen irgendwann Luxemburg und Liechtenstein nicht zum vierten Mal. Mhm. Weil das ist das Los von Roman Bürki, es ist das Los von allen anderen voran. Und der Bogo hat das Glück gehabt, dass er eigentlich genau zu dem Zeitpunkt mal 3-4 Länderspiele bekommen hat. Entschuldigung, wo der Jan irgendwie verletzt war oder ausgefallen. Ja, in Dänemark ist er verletzt ausgewechselt worden. Und, aber das Thema wird nach der EM, meiner Ansicht nach, also das ist meine Meinung, müssen wir das wirklich dringend diskutieren und dort vielleicht auch wirklich eine Entscheidung treffen, die für die Zukunft ist. Und die Zukunft heisst Gregor Kobel, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber es ist tricky, wie laut darf Gregor Kobel fordern? Also einerseits, vom Nummer 2 erwarten wir immer ein bisschen Demut und gleichzeitig musst du dann schon aber auch mal sagen, hey, ich bin im Fall da und ich will auch. Das ist so ein Balanceakt für den Goalie Nummer 2. Ja, er muss natürlich, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie auf der Bank Bäckerfusch gemacht hat, wo der Jan Sommer da den Fehler gemacht hat in dem Spiel. Das glaube ich nicht. Aber
wahrscheinlich wird sich die Problematik sowieso selber lösen, weil der Sommer vielleicht sagt, ist mal gut jetzt, so nach dieser Änderung. Würde ich jetzt als Sommer sagen. Ja, das dann würde sich sehen. Das wissen wir ja nicht. Also, weißt, vielleicht weiss es der Kobel so und sagt darum, hey, also, vielleicht haben sich die intern schon abgesprochen und hat schon gesagt, hey, schau, nach der EM tritt ich ab und dann ist die Bahn frei für dich und darum chill mal. Ich glaube aber auch, und das ist auch wahrscheinlich eine Stärke von dieser Truppe, dass im Moment der Gregor ja auch sieht, das zu stören, was es da irgendwie wachsen kann, ja. Das ist auch ein Teil davon. Das wäre ziemlich kontraproduktiv und wäre auch für seinen Charakter, wo ich fest davon ausgegangen, dass er ihn hat, würde das nicht stimmen. Und deshalb, ja eben, nach der EM ist vor der WM und dort irgendwo einen Cut zu machen, bietet sich von mir aus gesehen an, weil der Jan hat, glaube ich, 5 grosse Turniere gespielt und er ist im Alter. Natürlich, er hat das Scudetto gewonnen. Darfst du nicht vergessen. Also ich meine, auch der Jan hat eine hervorragende Saison bei Inter gespielt. Ja. Oder? Und da kannst du nicht irgendwie sagen, ja, er hat jetzt Fehler gemacht. Und ist, meine, beim Neuer zum Beispiel und beim Ter Stegen, das sehen die noch ein bisschen anders. Mhm. Nur, dort hast du aber auch noch einen Faktor nicht, und das ist das Alter. Die sind beide etwa... Ja, das ist schon ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Auch beim Roman und beim Jan gewesen. Die sind etwa beide gleich alt gewesen. Und irgendwann, dann ist der Nummer 1 und du wirst halt gleich mit im Alter. Mhm. Oder älter. Und jetzt hast du aber eine andere Situation. Die darfst du einfach nicht unterschätzen. Wenn der andere irgendwann dann sagt, der Gregor sagt, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag, weil ich habe keinen Bock mehr auf das da. Dann verlierst du etwas. Und das ist gefährlich. Wäre schade. Es ist, weißt, hat sich ja fast schon ein bisschen eingebürgert für die anderen Nationen, die ganze Welt, die einmal zuschaut bei diesen grossen Turnieren. Es hat immer so die Ankerspieler, die immer an den grossen Turnieren sehen, über viele Jahre. Man hat doch immer können, seit wir können denken, hat man können Mexiko spielen schauen und es ist immer der Hura Ochoa im Goal gestanden. Und jetzt hat ja sogar der aufgehört. Und bei den anderen ist es wahrscheinlich, bei den anderen Ländern ist es wahrscheinlich so, es ist WM. Wir müssen den Sommer sehen, der bleibt jetzt einfach. Aber ich würde sagen, aufhören. Würde ich einfach empfehlen. Ja. Hat ja alles schon gesehen. Alles schon also gesehen, alles schon 5-mal gesehen. Die Frage ist, was kannst du noch erreichen? Ja, und das ist eben auch schwierig. Und es gibt natürlich noch einen Aufschrei von der Werbeindustrie, wenn der Jan Sommer wird zurücktreten. Dann müssen sie alle Werbung neu drehen von der Schweizer Nazi. Er kommt ja jeder vor. Nein, wir haben doch heute einen gesehen, wo ich dich darauf hingewiesen habe. Ah, stimmt. Es ist irgendwie so eine Automarke. Man darf das ja da nicht sagen. Nein, oder? Es ist eine Autowerbung. Es ist eine Autowerbung. Sie sehen ja alle, die Leute, die uns schauen, die haben ja auch die Spiele geschaut. Und ich habe das erste Mal, dann habe ich den Gregor rechts, links im Beifahrersitz sitzen gesehen und dachte, ups. Ist das? Anhand von der Werbung schon erkennen, genau. Die Ablösungsprozess. Ja, die haben den schon antizipiert. Weißt du, dann haben wir den schon. Er ist schon mal auf dem Beifahrersitz. Eigentlich haben sie es dann erfunden. Ja. Was ich aber dieser Werbung, Orient Market zu nennen, auch sehr interessant finde, ist der Sherdan Shaqiri hin auf dem Kindersitz. Nicht auf dem Kindersitz. Ich glaube, hinten dort, wo Kind sitzt. Nicht auf dem Kindersitz. Wenn man das dritte im Auto hockt, muss jemand auf dem Rückbank hocken. Ja, aber wie geil findest du den Sherdan Shaqiri hinten sitzen? Wahrscheinlich hat er noch fahren in diesen Werbungen. Ja, aber kannst du nicht irgendwie den Scheck kannst du nicht dem Gregor auf den Schoß setzen. Da muss er hinten sitzen. Das ist verboten. Der Gregor hat sicher hinten mehr Probleme als der Scheck. Ah, das ist okay. Das ist einfach praktischerweise. Ja. Ja, okay, gut. Also an dem kann man nicht ablesen, dass der Sherdan hinten sitzt. Für die weitere Nazi-Karriere von Sherdan Shaqiri. Doch, aber schau, die Werbung tut das eigentlich. Ja, das ist wirklich das. In 2 Reihen. Er ist eigentlich gefahren. Ich weiß es nicht. Okay, nächstes Thema. Wir wissen nicht, wer gefahren ist. Das Kind hat nicht, das ist hineingeguckt. Wer ist gefahren? Ist der Elvedi gefahren? Nein, ich weiß es nicht. Ist auch gar nicht mehr so wichtig. Wir sind zu lang schon auf der Werbung. Wer weiß, der ist nicht weiß. Wie ist es eigentlich bei dir? Nur schon zu dieser Bohr-Diskussion. Es war nicht die gleiche Situation, aber wir haben es nur schon diskutiert, wo du in die Nazi gekommen bist als Goalie. Das war relativ spät, im höheren Alter. Dort war ja lange der Pascolo im Goal. Und dann ist eigentlich so, der Übergang wäre so ein bisschen passiert zum Zubi. Der Zubi ist schon eigentlich parat gewesen und dann bist du noch dazwischen gerätscht für das Turnier. Nein, ich bin eigentlich nicht dazwischen gerätscht. Also ich glaube, ich habe gerade dort von St. Gallen zu Gladbach gewechselt. Habe dort schon meine erste Bundesliga gespielt gehabt. Und dann haben wir das Spiel gegen in Luxemburg gespielt. Ja, wir haben es alle verdrängt. Und da ist der Köpi zu mir gekommen und hat gesagt, du spielst morgen, weil es ist klar gewesen, dass der Golo aufhört. Und dann habe ich gesagt, super lässig, weil ich habe irgendwie gefühlt die anderthalb Länderspiele gehabt bis dann. Und dann habe ich gesagt, nimmst du noch das Captain-Bändchen? Ich habe ihn so angeschaut und gesagt, bist du sicher? Weil hinten dran hat es irgendwie gefühlt die 300 Länderspiele gehabt, also mit Schappi, wie sie alle geheißen haben. Ich habe gesagt, ja, das ist schon gut so, das lassen wir jetzt so.
Und ich glaube aber, der Zubistel hat irgendwie noch eine Verletzung gehabt und ist irgendwie von Leverkusen zurückgekommen. Und ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf dem Plan, müsste mit dem Zubi reden. Aber, er ist nicht, also ihr redet miteinander noch und ihr habt es gut miteinander? Nein, es ist klar gewesen, relativ früh, dass also nach der Kampagne, wir haben dann vor dem Turnier, ist es eigentlich schon klar gewesen, dass der Zubi nach mir dann nicht Nummer 1 wird. Und darum war das auch nie ein Problem gewesen. Obwohl er hat ja schon mit hinterem Pascolo anstehen. Ja, also, und das muss ja etwas heißen, weil dort hat es ja schon Drückpassregeln gegeben. Man hat trotzdem hinterem Pascolo anstehen. Ja, Fairies muss man sagen, wenn der Colo in der Nazi gespielt hat, hat er meistens sehr gute Match gemacht als Goalie. Ja. Das Spiel mit der Füße war noch nicht so gewichtig, wie es heute gewichtet wird. Und darum war es auch noch nicht so wichtig. Und ich meine, Fairies muss man sagen, ich bin hinter dem Zubi auf der Bank gesessen. Und dann ist er halt jetzt mal ein Zeitchen, er hat ja auch noch zwei Spiele in der Qualifikation gemacht, weil ich noch kurz verletzt war. Und dann habe ich noch das Turnier gespielt. Und nachher ist er gekommen. Also das hat sich eigentlich so schön ein bisschen in die Hand gegeben. Natürlich war der Zubi nicht glücklich, dass er nicht hat spielen durfte. Aber wir freuen uns heute noch, wenn wir einander sehen. Und wir telefonieren zwischendurch miteinander. Und wie geht es, Zubi? Was machst du? Was machst du? Und alles gut. Gut, bei uns ist es gut gelaufen. Oder? Du hast eine Endrunde spielen, du bist zurückgetreten. Der Zubi ist Nummer 1 geworden, hat auch noch eine Endrunde spielen. Also jetzt ist es gut aufgegangen. Aber wenn jetzt der Zubi wegen dir sozusagen, in Anführungszeichen, nie eine Endrunde spielen könnte, wäre es ja, also es kann nicht das heisst, dass ihr wegen dem nicht könnt gut auskommen könnt, aber das ist ja dann schon noch etwas anderes. Wieso? Jetzt hat er immer gespielt und ich nicht. Und du hast eigentlich, interessant, du hast den Toni Kroos gemacht. Oder der Toni Kroos macht eigentlich den Jürg Stiel jetzt. Er spielt noch eine letzte Europameisterschaft und hört dann auf mit dem Fußball. Hast du eigentlich und der Stiel hat auch die Champions League gewonnen vorher, gell? Das knapp nicht. Aber nicht einmal, gell? Aber warum machst du das jetzt so irgendwie? Merkst du, er legt ab und zu gerne einfach so einen Finger irgendwo? Ja, das ist seine Spezialität. Ist das so? Das ist seine Spezialität. Mhm. Er tut einmal so alle auf das Podest heben und ich komme einmal mit dem Hammer da. Good Cop, Bad Cop. Ja, darum setze ich dazwischen. Ja. Voilà. Ich brauche eine Sonnenbrille. In der Zange. EM 2004 war das. Also es ist ikonisch, deine Abwehr mit dem Kopf auf dem Bauch liegend. coole Socken-Stil. Wir haben uns ein bisschen gefragt, EM 2004, das war ja noch eine andere Zeit. Auch jetzt, weil jetzt die Spieler so ein bisschen gesehen im Zug. Sie fahren jetzt so Zug. Uno spielen und Karten spielen. Und es ist eine lange Zeit. Mit der Vorbereitung noch. Ja. Es hat die Doc gegeben, kürzlich von WM 94, wo sie ja eingesperrt waren im Hotel, die Spieler. Wo dann irgendwann der Lagerkoller ausgebrochen ist, wo dann auch alle glaub, froh waren, dass sie ausgeschieden sind gegen Spanien. Wie war es 0-4? So lang aufeinander oben hocken? Nein, es ist, wir sind, wenn ich mich recht mag, erinnere, wir sind zwei Wochen sind wir im Poisonsberg und sind dann zwei Wochen am Turnier gewesen. Wir sind ja nicht gerade erst, als das Turnier losgegangen ist, dann gegangen, oder? Nein, aber ich sage jetzt im Ganzen, sind das wahrscheinlich etwa 3-3,5 Wochen gewesen, wo du zusammen warst. Mhm. Vielleicht auch 4, mag sein. Das ist ein langes Klassenlager. Ja, schon, aber einerseits ist ich habe den Feusisberg immer extrem schön gefunden, das Panorama-Hotel. Mhm. Der Köbi hat das auch wirklich sehr gut kennengelernt. Wir haben das auch unsere Freiheiten gehabt. Und wir sind nachher sind wir in einem Hotel gewesen, direkt am Meer, also so wirklich wunderschön. Und das ist wirklich, ich habe es eine schöne Zeit gefunden, aber mag natürlich auch sein, dass aufgrund von dem, dass ich gewusst habe, dass ich aufhöre, dass ich das vielleicht noch ganz anders genossen habe. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Zudem hast du ein Einzelzimmer gehabt, du hast immer Möglichkeiten gehabt, um dich zurückzuziehen. Also, und das, ich habe es nicht schlimm gefunden. Und was haben die machen? Haben die rausgehen und hätten können baden? Gut, ihr seid nicht beim Köbi gewesen. Wahrscheinlich haben das alles dürfen, oder? Ja, also rausgehen und ich bin grundsätzlich einer, der. Wenn ich im Hotel bin, bin ich im Hotel. Also da irgendwo, dass man, ich wüsste jetzt nicht mal, ob wir irgendwo etwas unternommen haben, aber es ist auch mal irgendwann ist mal ein Ausgang gewesen, aber jetzt in Portugal zum Beispiel, da sind wir im Hotel gewesen, aber es war eigentlich so eine schöne Anlage, dass du Golf spielen können und da hattest du auch schon Spezialisten gehabt. Du hast ans Meer können, du hast einen Pool gehabt, also es war überhaupt kein Thema gewesen, es war weitläufig gewesen. Gut, das ist schon und mal. Es war ein kleines Dörfchen, also es hat sich eigentlich nicht gross gelohnt, um jetzt irgendwo ein Mars zu kaufen. Das habe ich im Hotel bekommen. Weil das können Sie ja jetzt alles nicht, oder? Wenn du irgendwie in einer Steppe bist, die können ja nicht jetzt sagen, komm, jetzt gehen wir in die Stadt da, komm, los, jetzt gehen wir da irgendwie pösteln oder so. Das geht ja nicht. Eher schwierig, denke ich, stelle ich mir auch vor. Aber eben, ich sage, es ist auch individuell für jeden selber, zu sagen, ja gut, was brauche ich denn überhaupt?
Und ich muss sagen, ich bin im Alter, ich hatte jetzt nicht irgendwie wahnsinniges Riesen gehabt. Und ich bin irgendwo auch froh gewesen, wenn ich mal einfach meine Ruhe auf dem Zimmer hatte oder auf dem Balkon gesessen bin und ein bisschen ins Meer rausgeschaut habe. Ja, das im Balkon, das gesehen, habe ich in einer Doc gesehen damals. Nulle Suisse hat die geheißen, die sie einmal mit Kamera begleitet haben. Dann hat so ein paar haben dann euch einmal gefilmt auf dem Hotel, wenn ihr auf dem Hotelbalkon waren. Was auch immer machen. Das ist alles gefilmt worden damals. Also, ernst? Ja, ja. Wieso weiß ich das nicht? Dann hört man ja auch reden und so und teilweise. Ehrlich? Es hat sehr schöne Szenen, wie der Johann Vogel und der Hakan Yakin, die sind so auf einem Hotelbalkon nebeneinander und reden so, wie sie in der Nacht schlafen, wenn das Kind einmal brüllt und so und alles so Sachen. Mega herzig. Okay. Wirklich? Alles verdrängt. Nicht mitbekommen, glaube ich. Ja. Also es ist gut möglich, dass ich nicht immer alles mitbekommen. Ja. Was wahrscheinlich auch gut war. Aber es hat sich schon verändert. Also, wenn man WM94 ist ja Kasernierung. Ja, in der Doc sagt ja dort Roy Hodgson, nein, er will es nicht nochmal so machen, weil dort ist es wirklich, ich meine, sie sind einfach eingesperrt worden in einem kleinen Hotel, es hat ja Polizei rundherum gehabt, die geschaut hat, dass niemand dort drin geht. Sie sind einfach in dem Hotel gewesen, Roy Hodgson hat mit Mike Kelly gesagt, ciao zusammen, ich gehe jetzt golfen und sie müssen in dem Hotel sein. Also einfach nichts zum nichts machen. Und dann, also genau, sie haben ja sogar noch dürfen, am Anfang haben sie noch dürfen sünneln, weißt du, an Hotelpool. Und dann haben sich ein paar einen Sonnenbrand geholt. Dann hat Roy Hodgson gesagt, okay, jetzt dürfen wir auch nicht mehr am Pool. Das ist ja unglücklich. Das ist aber auch unglücklich, wenn du dir an der WM einen Sonnenbrand holst. Ist halt einfach ein selber geschuld. Ja, ist ein bisschen selber. Aber ihnen ist es halt einfach langweilig gewesen. Ja, natürlich, aber dafür musst du keinen Sonnenbrand holen. Es gibt, weißt, man kann ja in einer Gruppe, da kann man ja noch so gut auskommen miteinander. Es kann dann nach einer Woche eng zusammen könnte einem ja dann Kleinigkeiten recht aufregen. Und ich glaube, das ist gar nicht nur mir so. Ja, aber das ist etwas, wo man sich auch entwickelt hat. Also man hat so auch die Soft-Faktoren. Mhm. Also es geht nicht nur darum, Trainingsplatz und der muss top sein und so, sondern also man gewichtet das ja schon ein bisschen anders. Weil man ja auch in der heutigen Zeit ist ja der Erholung ist ja extrem wichtig. Mhm. Also ich habe das, als ich so irgendwie mein Diplom gemacht habe, ich irgendwann mal gesagt, sorry, können wir auch mal trainieren und nicht noch mehr holen, weil das ist ja furchtbar. Also du machst einen Sprung und dann musst du irgendwie anderthalb Minuten musst warten. So, was geht's? Und dadurch hat sich das natürlich entwickelt. Oder? Ich sage jetzt, am einzigen grossen Turnier, wo ich war, das war wirklich ein breiter, grosser Resort und mit wirklich vielen Möglichkeiten. Und da kannst du dich vertun. Oder? Dass du jetzt nicht irgendwie ständig shoppen gehst, macht auch Sinn. Ist auch nicht dort zum Shoppen. Nein, eigentlich. Aber dann hat das immerhin einen Grund, dass ja, weißt du, wenn du das Hotel siehst, wo die untergebracht sind, sind ja immer so Schlüssel. Roulette-Tisch und, so. Und ganz. Riesenapparat von und Essen ist Anlagen. Wichtig übrigens. Essen ist immer wichtig. Gut essen. Emil Bolli, der Beste. Also, Entschuldigung, kann ich es vielleicht noch schnell erzählen. Das ist der Nazi-Koch. Ja, das ist Nazi-Koch. Emil, wirklich Weltklasse. Und er hat auch nachher geschaut, was wir so gerne haben. Es ist effektiv so gewesen, wenn du so ein Qualifikationsspiel gehabt hast, so 10 Tage, 2 Spiele, dann bin ich aufs Zocken und habe irgendwie 2 Kilometer gehabt. Gell? Weil du trainierst natürlich schon relativ wenig im Verhältnis, sagen wir jetzt mal zum Club. Oder? Aber dass du wirklich einfach, weil wir haben das so gut gegessen, ist einfach so, Boxen so. Ups. Oh. Also dann ist es irgendwie anders als bei uns im Skilager in Obermutter oder so. Erster Tag Reis Casimir, ja, zweiter Tag Fotzelschnitten. Und was hat es noch gegeben? Am dritten Tag hat es den Rest von Reis Casimir. Mit Reis Casimir. Ja, genau. Und den Rest von der Woche dann einfach, was noch rum war. Also ist anders gewesen. Sagst du noch zurück zu dem Turnier. Ist auch ein schönes Wort, Fotzelschnitten. Aber es ist einfach fein. Zurück zu dem Turnier. Was ist dir als rege Beobachter, du schaust fast jedes Spiel so ein bisschen aufgefallen, auch in Perspektive Goalie, der Georgier. Marmardaschwili. Marmardaschwili. Sonst einfach irgendwelche Vokale und dann noch Schwili. Ja, schon, aber schon das könnte ja ein anderes, ein Mittelfeldspieler sein. Marmardaschwili. Ich finde, ich finde das Turnier find ich grandios. Ja. Ist vielleicht einfach wirklich, ich schaue wirklich, wenn ich kann, jedes Spiel, weil ich finde es einfach schön, Fußball schauen. Und ich finde es schön, irgendwie die Heim auf dem Sofa, weil dann kommst du so viel mit über und siehst so viel auf dem Platz. Also, wenn du in einem Stadion bist, dann bin ich nicht mehr so gerne in die Stadion, weil dir fehlt so der Gesamtüberblick. Und, aber was mir wirklich effektiv aufgefallen ist, ist der junge Marmardaschwili. Marmardaschwili, ich weiß nicht. Akzentfrei sage ich es wahrscheinlich. Ja, aber wir wissen jetzt wählen. Ja. Georgier, 2002 geboren, im September. FC Valencia. Junger Bursche. Und wirklich
Ganz stark. Also, weißt, ja, wirklich einfach von der Ruhe schon, wo er aufsteht, beim Stehen, nachher auch von der Bewegung gegen den Ball, von der Schnelligkeit. Ich meine, der Typ ist 1,97 groß. Das ist für mich so das Highlight im Moment. Also jetzt natürlich so ein bisschen spezifisch von dem, wo ich komme. Ich schaue natürlich immer ein bisschen auf das, weil das interessiert mich natürlich wirklich sehr. Und im Ganzen finde ich finde recht ein unberechenbares Turnier. Also eben, da haben wir wieder irgendwie die Slowaken, wo irgendwie Belgier schlägt. Übrigens, ganz ein interessantes Thema. Seit wie vielen Jahren sind jetzt die Belgier kein Favorit? Seit nach dem Krieg. 1980 wissen wir jetzt, oder? Im Finale. Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn. Und jetzt, ich meine, das erste Spiel, die gehen an das Turnier und verlieren das 1-0 gegen die Slowaken. Oder? Und mit dem rechne ich ja nicht, weil zählen wir mal ein paar slowakische Spieler auf. Ja, die ich noch kenne, die spielen nicht mehr. Das meine ich. Also, weißt, der Mintal hat, glaube ich, aufgehört. Ja, und da hat es so ein paar Mannschaften darunter, wo eben Slowenen, Slowaken und auch die Georgier oder die Rumänen dann. Oder, oder? Heikles Thema, die Rumänen, Meme. Das ist zwar noch ein guter Steilpass. Er hat ja sehr auf die Ukrainer gesetzt. Und er ist so emotional mit der Ukraine verbunden. Und es war schwierig gewesen, glaub, für dich, dass die ein bisschen untergegangen sind gegen die Rumänen. Und vielleicht als Tipp für euch zuhause, wie geht ihr mit einer Niederlage um von eurer Lieblingsmannschaft? Oder von einer Mannschaft, die wirklich viel auf sie gesetzt hat? Wie macht man es am besten? Wie machst du? Du hast mich ja heute gerade gestört dabei. Ich tue dann eben aber PlayStation. Also, ich habe ihm angerufen, in dem Moment, wo er gerade in der Verarbeitung war von dem Ukraine-Rumänien-Spiel. Man entwickelt ja dann teilweise, wenn eine Mannschaft gegen von einem geliebte Mannschaft verliert, dann entwickeln wir ja nicht so gute Gefühle gegenüber der Mannschaft, die gewonnen hat. Und ich tue das so verbreiten, so verarbeiten, ich tue dann PlayStation anstellen. Und du dann nochmal die Partie auswählen und bin dann, jetzt in dem Fall die Ukraine, dann hat er mich gerade angerufen, wer, nachdem ich die Rumänen als Rache 7-0 weggeputzt habe. Und ich glaube, an dem wäre es noch genagelt. Ja, also einfach die verlorenen Spiele der Lieblingsmannschaft zuhause auf der Konsole nachspielen und dann die richtige Fall wirklich, das hilft etwas. Ich sage es also wirklich. Und ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, der das macht. Also ihr vielleicht nicht. Aber es gibt sicher welche, die das möchten. Es tut wirklich gut. Ich weiß, es nützt, es ändert am schlussendlichen Resultat vom richtigen Fußballspiel nichts. Aber es tut einfach gut, dass nochmal das, was falsch gelaufen ist, können zu korrigieren. In der virtuellen Welt. Für mich, in der virtuellen Welt. Ja. Bist du mit Niederlande? 7-0. Ja, 7-0. Und was ist das erste Goal für das Goal? Ein Eigengoal von der Rumänen. Apropos Eigengoal. Ich habe letztes Jahr, wo der Paski da war, haben wir auch über Eigengoal geredet. 15 an der Zahl gewesen. Es ist ein cooles Dazukommen, muss ich sagen. Ein cooles Eigengoal? Ja. Ah, das von den Türken? Ja. Ah, das ist der Brüller, cool. Ja, aber der hat mir auch leid. Nein, der hat. Lass jetzt, das ist. Der Goalie, so Spieler nicht leid? Nein, es geht gar nicht um das. Ich überlege mir dann, okay, was kannst du da anders machen? Der Goalie, ich weiß nicht, warum. Der ist ja Mutterseelen allein. Ja, wieso kommt er dem entgegen? Mhm. Und der andere muss ja gleich irgendwie noch schauen, ist er rum. Und er ist ihm einfach entgegengelaufen. Und der andere hat irgendwie in einer Selbstverständlichkeit den Ball zugespielt. Ja, aber aufschauen. Ja, nein, aber. Der Goli bleibt doch dort hinten stehen. Ja. Du bist jetzt die Schuld eher am Goli gegeben. Natürlich. Aber weißt du, das ist nicht das Fiese. Klar muss er ihn weil, aber der weiß auch nicht immer hundertprozentig, was irgendwie in seinem Rücken ist. Gell? Ja. Also weißt du, ob der dann immer so gut orientiert ist. Also bleib als Goli dort hinten und ich, das ist der Goli. Aber es ist dann gleich. Ich gebe ungern den Goli zu Schuld. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dir und dem Zubi. Der Zubi hat den Goli jetzt in Schutz genommen. Ja. Nein, für was? Wir haben es auch nie in Schutz genommen. Aber es ist trotzdem frei und weiß ich was. Nachher steht überall der Name von dem eigenen Torschütz. Obwohl ja, auch wenn er jetzt gar nichts dafür könnte und es wäre noch viel deutlicherer Goalie fällen, trotzdem, der muss damit leben, dass das Goal wird immer mit seinem Namen verbunden sein, obwohl er ja vielleicht jetzt wenig dafür hat. Der kann jetzt schon ein bisschen etwas dafür. Ja, also, natürlich kann er etwas dafür. Aber ich sage, in dem Moment schaue ich immer, okay, was kannst du anders machen? Ja. Oder? Und also anders machen, ich meine, natürlich kann der Ball neben das Goal spielen, statt aufs Goal. Aber er geht dann natürlich. Neben das Goal, dann gibt es Eckball für die anderen, wenn er einfach easy kann im Goalie zurückspielen. Ja, natürlich. Ja, gut, aber. Dort an, wo der Goalie noch gestanden ist, wo du das letzte Mal geschaut hast. Ja, leider steht er jetzt nicht mehr dort. Ja, eben. Und das ist ja das Problem, dass der Goalie nicht mehr dort gestanden ist. Ja. Und ich sage schon, natürlich muss ein Teil davon übernehmen. Das ist dann der Name hinter oder vor dem Eigengoal. Aber das andere einfach der Goalie. Wobei, es bleibt nicht immer. Weißt du, nur das erste Spiel vom Jean-Marie Pfaff für Bayern München. Das ist, glaube ich, sehr schön. Ja, ja. Der Einwurf. Ja, ja.
Der Einwurf, den er irgendwie reingelassen hat. Ich glaube, Einwurf, um schon mal in die Pfaff zu Wenn er reingelassen hat, wäre ja gar kein Goal gewesen. Aber er hat sie eben ein bisschen berührt. Ja, ich weiss, er hat ihn probiert irgendwie und hat ihn sich selber reingelassen. Das ist der Moment, wenn jetzt die Herren wieder in die Nostalgie abdriftet, wo wir langsam aber sicher den Deckel zumachen. Wir sind fast wieder bei der EM2. Im Wunder von Bern. Gut. Ein kleiner Tipp, wenn ihr immer noch nicht genug Fußball habt und es ist jetzt doch 7 Minuten vor 12:30 an einem Sonntagabend und immer noch wollt mehr Fußball. Copa America wäre auch noch. Oh. USA-Bolivien. USA-Bolivien seit der Mitternacht und am 3 Uhr morgen werden sonst noch Uruguay-Panama. Schaust du, wo du ein Jahr zu Mexiko warst, schaust du Copa America, Mexiko? Nein, ich bin im Moment sehr auf die EM fixiert. Ja. Und wenn ich dann in der Nacht noch schauen müsste, also ich arbeite auch zwischendurch. Ich tue schon weißt du, wir machen ja gerade weiter. Wir machen am 5 Uhr morgen noch 10. Das heisst, ich kann jetzt gehen. Und USA, Bolivien. Also bleiben noch da. Die jetzt den Podcast hören, dort, wo das Schweizer Liebling gelegen ist vom Tisch, liegt jetzt ein US-Nationalmannschaftstrikot. Wo jetzt gerade gegen Bolivien spielt. Wir wissen den aktuellen Stand nicht. Mexiko hat Jamaika 1-0 geschlagen. Ja. Wir schauen voraus. Danke vielmals für den Besuch. Es ist natürlich wie erwartet grossartig. ja, danke. Die Zeit ist viel schnell vorbeigegangen. Wir schauen voraus, freuen uns miteinander, glaube ich, auf den Achtelfinale, wo die Chance ist relativ gross, dass es die Italiener sind. Die Kroaten nehmen wir auch. Aber das Duell Schweiz-Italien, ganz kurz zum Abschluss, ohne lang auszuufern, wäre eigentlich ein schönes Duell. Es wäre ein weiteres Nachbarduell und das finde ich wirklich noch cool. Ich finde es cool und spannend. Und auch wirklich zu sehen, wie gut sind die Italiener oder wie gut sind sie eben nicht. Und wenn die Schweizer das weiterhin machen, was sie jetzt angefangen haben, denke ich, dann sieht es gut aus. Deine Meinung zu einem möglichen Duell gegen Italien? Ich fände es schön, wenn es wieder Penalty für Italien gibt und Jorginho wieder anläuft. Gut. Kennen wir ja schon. Und der im Goal steht, weiss, wie man Jorginho Penalty hat. Vielleicht steht überraschend, wie es der Kobel im Goal. Wahrscheinlich eben darum genau nicht. Der Jan Sommer. Penalty eben, das kann er mega gut. Wir sehen uns am Samstagabend auf dem gleichen Sender um die gleiche Zeit, einfach irgendwann huere spät. Sehr spät. An diesem Platz sitzt dann der Gabriel Vetter, Satiriker und Late-Night-Host. Gute Nacht oder viel Spass bei der Copa America. Südkorea, Giesler! Die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. So.